Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von der Spielpirat, spielpirat.de. Wir haben einen neuen Wunschkampf und zwar von Mauluda 1. Mauluda 1, korrekt. Mauluda 1, naja, egal wie man es betont, das ist der gleiche Name. Wir haben hier den Flame Bixes gegen den Earth Eagle. Bitte verzeiht dem. Beim Earth Eagle habe ich leider nicht mehr alle Teile so 100% komplett am Original. Also vom Earth Eagle. Aber wie ihr wisst, hat der richtig genau Twisted Tempo ja die gleichen Teile. Also 145er Spin Track und eine White Defense. Und ich habe mir einfach mal die Teile hier ausgeborgt. Ansonsten Energy Ring und Fusion Wheel ist hier definitiv auch Original. Und dementsprechend ist es ja auch alles kein Problem, dieses in unserem Best-of-Five-Kampf zu präsentieren. Das Ganze findet in der Graffitiden Base Stadium statt. Und ich hoffe, dass unser Kampf euch und euren Ansprüchen voll ganz genügen wird. Auf geht's in die erste Runde mit Flying Bixes. So. Ja, als Eagle hört man, greift definitiv Flamebixes gut von unten an, weil er nicht viel Angriffsfläche hat, aber es macht sich ganz gut bemerkbar. Das gleiche könnte man natürlich auch von Flamebixes auf das Eagle sagen, er greift nur von oben an. Ja. Mal sehen, wie sich das hier alles entwickeln wird. Ich habe diese Arena übrigens gewählt, weil sie doch in einem relativ kleinen Angriffsfeld doch steil nach unten geht. Das heißt, die Base suchen auch jetzt hier öfter den Kontakt. Auch wenn sie jetzt auf einem kleinen Radius immer so umeinander spinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hier höher, dass wir doch ein bisschen was erleben können. Und ist ja gerade bei zwei White Defense Typen auch immer sehr wichtig ist, dass es für den Zuschauer noch interessant wird. Flamebix ist jetzt in einer leichten Schräglage und das gleiche gilt jetzt auch für das Eagle. Mal schauen, wer hier die Nase vorn hat, wobei ich denke, dass Eagle gerade den Spin verloren hat. Jupp. Und wir haben eine 1-0 Führung für den Bixes. Starten die zweite Runde mit Eagle. Was können wir hier erleben? Eine schöne Angriffsserie. Hier auch schneller zum Ende kommen. Haben wir aus dem Gleichgewicht kriegen können, sodass er vorher schon mit seinem Fusion Wheel auf der Arena schleift und hängen bleibt, oder würde es sich hier wieder nur ums Ausdauerduell drehen? Wir wissen es nicht. Wir müssen abwarten. In der Zwischenzeit mache ich schon mal ein bisschen Werbung für facebook.spielpirat.de. Weniger für Facebook, mehr für mich und gerne könnt ihr natürlich auch aufs Board kommen. Da gibt es einen Live-Chat und das sind die Themen. Ja, wäre schön, board.spielpirat.de. Ansonsten könnt ihr natürlich hier in die Kanalkommentare auch euren Wunschkampf posten. Ja, please post your Wunschkampf. am besten mit den beiden Base und der dazugehörigen Arena, dass ich mich da auch nicht vergreife. Und wir haben hier einen zweiten Punkt für unseren Flame Bixes. Und wir starten hier in die dritte Runde und gucken, was passiert. Hier passiert nichts, weil ich habe Eagle mal eben kurz rauskatapultiert. Wir starten nochmal in die dritte Runde und gucken, wieder was passiert. Ja. Schön, sie greifen sich an. Ich habe das Gefühl, da gehen die Basen langsam kaputt. Ja. Wenn die sich immer so anhören, ey. Das tut mir echt der Energy Ring leid, aber bin ja doch erstaunt, dass die Energy Ringe da wirklich sehr gutes Plastikmaterial haben und ja, sowas unbeschadet durchstehen. Wenn man sich so ein paar Fake Bays anguckt, ja, wie schnell die doch da gleich Bruchstücke haben und abgenutzt sind und Co. Dann kann ich euch zum Beispiel mal ein Beispiel hier einblenden. Das seht. Ja. Sieht halt also die weißen Kanten. Das ist ein zwar ein High-Quality-Nachmach
Day gewesen, auch mit der Originalverpackung, mit allem drum und dran, aber der Energy Ring ist Schrott. War eine Fake-Variante gewesen. Mit dem spiele ich hier natürlich auch nicht. Aber natürlich auch gefährlich, die können auch teilweise brechen, da fliegen Teile denn durch die Luft, ja, also muss nicht sein. Sogar von Leuten gehört, wo die Fusion gebrochen sind und auch die Metallteile durch die Luft geflogen sind. An der Stelle können wir sehen, haben wir einen Sieger. Es ist der noch spinnende Flame Bixis mit einer 3:0 Führung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn die Daumen hochgehen. Freue mich nicht, wenn die Daumen nicht hochgehen. Und erst recht nicht, wenn sie runtergehen. Aber ich denke, dass wir es alle ehrlich miteinander meinen. Und natürlich die Abo-Verlosung nicht vergessen. Ne? Wer ein Abo auf der Spielpirat hat, nimmt automatisch dran teil. Und wird hier noch was gewinnen. Also bis dahin, euer der Spielpirat.